Herzlich willkommen zurück bei Resident Evil 7. Wir haben diesen Psychopathen Lukas wohl erstmal, zumindest ist er sauer abgestiefelt, bezwungen. Was uns bloß kalt gewaltige Sorgen macht, dass wir so gut wie keine Muni haben. Wir haben gerade mal 11 Schuss und 3 von der guten. Wir können auch keine Muni herstellen, das ist das Problem. Und ich weiß nicht, ob Lukas jetzt noch was im Petto hat oder nicht. Das ist das Problem. Ehrlich gesagt bin ich am Überlegen, den Brenner mitzunehmen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Aber kann man ja später wieder wegpacken, falls wir ihn nicht brauchen. Weil den Magnum will ich eigentlich nicht benutzen. Die will ich mir aufheben für den Endbosskampf. Wir haben halt kein Schießpulver. Das ist halt, ja, das ist, ja. Ich habe auch keine Ahnung, was jetzt kommt. Gut. Den haben wir auf Stufe 4 liegen, auf Tasse 4. Alles klar. Den kann ich nochmal nachrüsten, falls wir ihn brauchen. Ich weiß es nicht. So, ich gehe aber erstmal auf die Pistole. Ich speichere nochmal ab und dann gehen wir durch die Tür, um zu gucken, was uns erwartet. Sehr schön, sehr schön. Ah, kommen wir raus, wa? Okay. Okay, wo sind wir jetzt gelandet? Hier waren wir aber noch nicht, oder? Flintenmuni! Ja! Warte, geh auf die Flinte, verdammt nochmal. Auf die Flinte! Genau. Sehr schön, wir gehen trotzdem wieder auf die Pistole. Ich weiß nicht, wo Lukas abgeblieben ist. Brauchen wir da die Kurbel jetzt? Pistolenmuni. Ich meine, so viel kriegt man doch nicht ohne Grund, oder? Ich habe keine Ahnung, was hier jetzt kommt. Wir brauchen die Kurbel, ne? Ja, okay, warte. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass wir die Kurbel nochmal brauchen, aber ich glaube, die haben wir noch. Die müsste noch hier in der Kiste sein. Alter, diese Geräusche. Die Kurbel, die Kurbel, die Kurbel. Wo ist sie denn? Kurbel. Ehrlich gesagt, damit ich... Ich habe keine Ahnung, was... Ich spreche nochmal. Ich habe... Damit ich gleich nicht nochmal alles einsammeln muss. Einfach nur aus Sicherheitsgründen. So. Gut. Vielleicht haben wir ja jetzt auch mir und Zoe befreit und ist alles gut. Aber das glaube ich nicht. Das war ein bisschen zu kurz. Irgendwas kommt hier noch. Aber jetzt benutzen wir erstmal die Kurbel. Und den werden wir jetzt sehen, was hier kommt. Sehr schön. Nimm mal rüber. Ich komme mir. Ja. Aber jetzt können wir die Kisten wieder normal öffnen, oder? Wenn wir welche finden sollten. Oder hat er jetzt hier immer noch irgendwo Sprengfallen? Ich weiß das nicht. Wo ist das Haus? Was sind wir denn hier? Bootshaus. Okay. Mach mal eine ganz neue Ecke hier. Hier waren wir noch gar nicht. Ich würde es nicht wundern, wenn hier irgendwas ist. Fliegen von Muddy. Oder irgendwelche schwarzen Viecher. Ich habe keine Ahnung. Aber wenn ich so richtig verstanden habe, ich will erstmal hier umgucken. Ist das irgendeine Pilzinfektion, die von dieser Evelyn ausgelöst wurde, oder? Da ist auf jeden Fall noch was. Okay. Ist die Frage, sind das noch Fallen oder nicht? Das ist jetzt nicht wahr, oder? Das ist jetzt nicht wahr. Ich wollte mich ducken. Oh Mann. Okay, wir haben eine neue, aber trotzdem. Das ist doch wohl jetzt echt nicht wahr. Pistolenmuni. Ich wollte mich... Oh. Darüber rege ich mich immer wieder auf, dass das Heil auf der Steuerungstaste liegt. Das ist einfach nur dämlich. Echt, das ist dämlich. Und hier brauche ich auch nochmal die Kurbel. Door ist auch nochmal. Auch nochmal Pistolenmuni. Alles klar. So viel Muni, wie wir hier jetzt gerade kriegen. Wir haben einen Bosskampf vor uns. Ich wüsste zwar nicht, wer, außer Lukas. Also, wer bleibt ja eigentlich nur Lukas? Daddy ist tot, Muddy ist tot. Es sei denn, Zoe dreht gleich durch oder Mia, das weiß ich nicht, aber... Das werden wir ja sehen.
Oder die Viecher, alles klar. Du bist tot, oder? Gut. Oh yeah. Geht das wieder gut los hier, du. Aber wenn ich da jetzt mit der Pistole raufgehe, verballere ich zu viel Muni. Das ist das Problem. Ich meine, diese kriechenden Viecher kriegst du doch ganz gut kaputt, aber... Diese großen? Muss ich jetzt denn da oder da? Oh ja, kommen da mehr Viecher. Okay, warte. Lauf doch, ich sag mal, schneller geht's nicht, oder was? Hau's weg. Durch! Ich will da rein! Ah. Okay, lass mich rein, lass mich rein. Uff. Ich wollte ja jetzt auch nicht meine ganze Mundi wegballern. Deshalb habe ich versucht, da durchzukommen. Gut, das Viech hat mich zum Glück nicht übel zerwischt. Ah, wenn die Steuerung nicht wieder so dämlich bescheuert, dann hätten wir jetzt ein Heilding mehr. Gut, wir können zum Glück noch einen herstellen. So ist das nicht. Flintenmuni ist auch sehr schön. Gut. Ah, gleich mal gucken. Das hier scheint ein Safe Room zu sein. Hier ist auch noch eine flüssige Chemikalie. Da haben wir das Schießpulver. Sehr schön. Brauchen wir noch Pillen. Starke flüssige Spaltmittel. Okay. Hier liegt viel zu viel Zeugs rum als das. Flammgranaten, Flammgranaten. Flammgranaten? Da kommt irgendwas Großes. Da kommt definitiv irgendwas Großes. Okay, warte mal. Ich glaube, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Die Krone erstmal weg. Ich werde definitiv gleich noch so ein Heildingsbums herstellen. Daraus werden wir gleich noch Muni machen. Ich weiß nicht, ob ich das Zeug noch brauche. Ehrlich gesagt, packe ich die erstmal weg. Die brauchen wir bestimmt noch, aber die Frage ist, wann? So, warte mal. Ich werde jetzt einmal kurz so ein Heildingsbums herstellen. Den brauchen wir sicherlich. Ich werde noch ein bisschen normale Muni herstellen. So. Den werde ich einmal kurz... Ja, wir sammeln das gleich alles noch ein. Immer mit der Ruhe. Die Flintenmuni brauchen wir auf jeden Fall. Ich werde den wieder wegpacken. Ich glaube, der bringt uns hier nicht allzu viel. Das weg. Dafür wollte ich umsonst kriegen wir hier so viele Flammgranaten. Den Granatwerfer mitnehmen. Inklusive die Flammgranaten. So, den einmal kurz. Der mit, der mit, der mit. Und die da alle mit. Wunderbar. So, ich habe zwei Heildinger, auch wenn ich gerne drei hätte, ehrlich gesagt. Muni kann ich eh nicht mehr herstellen, aufgrund von Schießpulvermangel. Aber ich kann noch ein Heildingsbums herstellen. Wunderbar, das mache ich jetzt auch mal. So. Den kann das Kraut hier wieder weg. Da kommt definitiv was Großes. So, munimäßig bin ich doch jetzt eigentlich. Die kann denn auch weg. Ganz gut bestückt, oder? So, guten Moment. Die ist zwar nicht geladen. Haben wir aber ein bisschen was. Ja. Da haben wir jetzt auch gut. Den sollten wir vielleicht mal nachladen. Aber immerhin auch vier Granaten, falls wir ihn brauchen. Alles klar. Gut, habe ich hier sonst vielleicht noch irgendwas übersehen, außer das Speicherdingsbums da? Ich habe keine Ahnung. Nö, ne? Gut, den speichern wir auf jeden Fall einmal. So viel Zeit muss sein. Raus müssen wir ja nicht mehr. Ich wollte draußen jetzt halt nicht bei den ganzen Viechern da. Ah gut, Leben sind für angekratzt. Geht aber noch. Ich wollte jetzt heute nicht mein ganze Muni da wegballern. Ich habe das Gefühl, dass hier was Großes kommt. Bei der Menge, die wir hier finden. Da sind Mia und Zoe, okay. Mia. Die hat Lukas hier angebunden.
Ja, aber ja, dann lass mich doch mal die beiden hier befreien. Zoe? Zoe, ich... Nicht jetzt. Wir haben keine Zeit. Wieso nicht? Hast Lukas, noch mehr? Meine Materialien. Hast du beide Materialien? Ja, in der Kiste habe ich beide Materialien. Aber danke. Was machst du da? Dich befreien, Mädel. Dich befreien. Wenn es irgendwie gehen würde. Was machst du da? Muss ich jetzt echt die Materialien holen? Bin fast aus, ne? Okay, ich komme gleich wieder. Moment. Okay. Ich habe gedacht, die brauche ich jetzt nicht. Erst später. Dann holen wir sie eben nochmal. Wo haben wir sie denn jetzt? Die habe ich hier reingepockt. Da ist die D-Serie Kopf. Da ist die D-Serie Arm. Ich traue der ganzen Sache nicht. Vor allen Dingen Zoe nicht. Die hat uns die ganze Zeit ja nur Anweisungen gegeben. Die gibt uns keinen Grund zu trauen. Gut, mir traue ich auch nicht, ehrlich gesagt. So wie die Amok gelaufen ist. Ehrlich, gib mir die Materialien fürs Serum. Die muss ich echt holen. Okay. Das sollte genug sein. Wenn wir es schnell genug herstellen. Mein Vater und Lukas sind nicht weit weg. Wie dein Vater, der ist tot. Daddy kommt. Wie Daddy kommt. Wir haben genug für zwei. Daddy ist tot. Sag bloß, der lebt immer noch. Wenn wir das Serum hergestellt haben, was dann? Draußen ist ein Boot. Damit fahren wir durch den Sumpf. Aber keiner von uns beiden wird ohne Serum weit kommen. Das Serum nehmen, okay. Und zwei. Hey, eins davon ist meins. Gut. Zoe, flipp deinen Arsch zurück ins Haus. Und dich kümmere ich dich später. Was? Wie? Wo? Was? Ja, die ist aber gut gewachsen, du. Ist das Daddy? Es ist schlimm genug, dass du meine neue Tochter wegnimmst. Das ist da aufgeschießen, ne? Kann das sein? Was machst du denn gegen mich? Ich meine eigene Fleisch und Blut. Oh, lass mich mal hoch hier. Das ist mir hier unten zu brenzlig. Das nervt langsam, Jack. Na ja, hoch. Das kannst du wohl laut sagen, du. Okay, Jack hat die Kotzerei. Hab ich die. Lass mich hier. Verdammt. Deine Frau hat mich angegriffen. Das war doch keine Absicht. Ich glaube, hier unten bin ich Frischfleisch. Ich muss hoch. Okay. Auf jeden Fall geht's ihm auch nicht mehr gut. Auf jeden Fall glaube ich, dass seine Augen seine Schwachstelle sind. Alter, was? Was? Wie? Wo? Was? Du wirst von deinem eigenen Blut ersticken, ehe ich mit dir fertig bin. Du und das Miststück mir! Ich muss hier weg. Okay, okay. Und ich hab nichts mehr zum Heilen. Doch. Toll, jetzt gleich am Anfang gleich alle Heildinge verbrauchen. Aber ich habe jetzt auch schon ein paar Mal aus seinen Augen geschossen. Och nö. Okay.
Ich muss auch erstmal gucken, wie ich am besten mit ihm hier verfahre. Okay. Okay, das war jetzt aber erst ein Übungskampf. Neu starten. Jacks mutierter Körper ist nicht komplett unverwundbar. Zielen Sie auf seine glühenden Augen. Ach, was du nissast. Was du nissast, mein Freund. Three, flipp deinen Arsch zurück ins Haus. Und dich kümmere ich mich später. Ich muss mehr Abstand von ihm kriegen. Okay. So, warte. Meine Tochter weg, Vince! Die Jetpack möchte mich gehen! Ich meine Reihe, Fleisch und Blut! Geht ja gut los hier, ne? Das nervt langsam, Jack! Oh ja! Oh ja! Nein. Wie halten seine Augen denn aus? Okay. Ein Auge ist weg. Du wirst an deinem eigenen Blut ersticken, ehe ich mit dir fertig bin. Tu das nicht mit mir. Okay, tschüss, Jack. Ich mach mal Abflug, ne? Jack, etwas Abstand, bitte, Bill. Du stinkst, Junge. Du stinkst. Ich hab keine Lust hier, deine Geruch. Beim Hochrennen ist eine ganz schlechte Idee. Okay, lass mich mal wieder runter. Spring doch, Junge, und geh nicht gemütlich runter. Der ist aber nicht gut. Okay, jetzt wieder hoch. Jetzt ist er endlich unten. Okay. Okay. Seine Augen sind gut robust, muss ich sagen. Jetzt ist er wieder oben. Okay. Das ist jetzt aber langsam egal. Nur nie hier. Du, seine Augen halten ja gut was aus. So. Du bist so klein wie ein Spielzeug. Ah ja, und du bist keine Ahnung, wie du zu so einem komischen, hässlichen Viech geworden bist, mein Freund, aber. Und wieder runter. Aha. Komm her damit. Okay. Und wenn ich es mit der Flinte mal versuche? Ich werde dich umbringen und dank mir. Mann, hier gibt es ja eine gute Flintenmuni, ne? Yeah. Unterlasse dies. Meine Familie, mich auf, der Flinte treffe ich ihn. Au. So, bleib doch mal ruhig, Digga. Du
Genau. Jetzt bleibt mir nur noch die Flinte und der Granatwerfer. Alter, ich habe so viele Kugeln. Wir sind ja alle geblieben. Okay. Der Flinte muss man viel zu dicht ran an ihn. Echt jetzt? Okay. Wie hätten der mich jetzt so schnell getroffen? Ich war doch weit genug weg. Nervgriffgranaten können einige deiner Gegner eine Zeit lang in Bewegung hindern. Netzen sie im Kampf mit schnellen Gegnern geschickt ein. Drücken sie G. Tja. Okay, und dieser Kampf wiederholt sich anscheinend immer wieder, wa? Schleppt deinen Arsch zurück ins Haus! Und dich kümmere ich ja, mich Jack. Später. Ist ja gut, Jack. Bleib ruhig! Es ist genug, dass du meine Tochter weg bist! Ich verschwende doch keine Muni hier. Jetzt ist da Pistolenmuni drin. Was wirst du dich gegen das nervt langsam, Jack! Oh ja! Du bist wieder nicht, Jack! Du wirst doch mal im eigenen Blut ersticken, ehe ich mit dir fertig bin. Du und das bist du in mir. Eve, was tust du denn da? Wieso gehst du runter, Mann? Oh, Mann. Von runtergehen war hier nicht die Rede, mein Freund. Alter, ich hab so viel Mund. Dann hat sie nicht gereicht. Er trauert seiner komischen Kiefermudi nach. Aber wo hat denn noch Augen außer vorne? Am Bein ist noch eine, am Schwanz ist noch eine. Okay, warte, ich muss erstmal runter. Oh nein. Obwohl ich extra weg bin. Der ist jetzt meine Familie gegen mich auf. Tötet meine Frau. Okay, hält den Kopf runter zum Kotzen. Naja, warum nicht? Du hättest nicht herkommen sollen, Junge. Jetzt noch mal runter hier. Okay. Keine Ahnung, wie viel Kugeln seine Augen einstecken können, aber es ist eine Menge. Du wirst hier nicht wegkommen. Okay, hoch, er kotzt. Aber oh, okay. Jut. Okay, er ist unten, dann gehen wir hoch.
Alles klar. Ich muss dein Blut ersticken, ehe ich mit dir fertig bin. Du und das nützt mir. Ist aber schnell wieder. Weg. Okay, mein Freund. Halt mal still, Junge. Okay, wir gehen mal wieder runter. Sicher ist das? Hoch. Okay, der hat viel zu viele Augen für viel zu wenig Muni. Du wiederholst dich, Jack. Du wiederholst dich. Okay, das Auge ist weg, oder? Nee, aber der hat noch mehr Augen. Alte Gefängnis still, wenn ich auf deine Augen schieße, Mensch. Oh. Der ist doch schon wieder unten. Ich dachte, er war unten. Lauf, Eve, lauf! Er kotzt! Genau. Oh, da! Okay, wir haben noch jeden weggeflippt, nur nee, aber die bringt mir halt nicht viel. Weil ich ihn damit nicht treffe. So, mein Freund. Yeah. Ah. Okay, mein Fehler. Ich dachte, er wäre tot. Super. Armes Ding. Shoot. Du bist so klein. Und du bist ein hässliches, komisches, mutiertes Etwas. Ich sag es nur extra, ne? Du wirst hier nicht wegkommen. Hey, mein Freund, jetzt reicht es mir mit dir. Okay. Das so die beste Idee war? Du wirst dir wünschen, du wärst nie geboren! Du verschwindest! Er lebt immer doch, ne? Ja. Ah. Ich muss nach oben, weil ich hab nichts mehr. Ja, okay, gut. Schon mag ich den Guten wieder. Ich liebe dieses Eve. Ich glaube, der hat nur noch ein Auge, ne? Das ist sein Gesicht. Ne, da. Halt schnell!
tot. Okay. Ich glaube, ich verpasse noch eine Granate mit Granatwerfer. Ethan, kommst du erstmal von der Leiter weg? Danke. Aber Ethan, nicht diese Ausdrücke, ja? Alter, was? Habe ich ihn jetzt überhaupt getroffen? Nö. Macht ihm nicht viel, ne? Okay. Aber ich glaube, ich hätte ihn fast gehabt. Da viel gefehlt hätte er nicht mehr. Okay, okay. Das ist natürlich übel. Das ist natürlich übel. Kann das sein, dass er der Jack der Endbosskampf ist oder so? Ich weiß es nicht. Ah, dann wäre natürlich die Magnum noch eine Idee. Aber ich glaube, ich hatte ihn fast komplett. Ich habe nur noch ein Auge gesehen und das war vorne. Bin mir jetzt nicht so sicher, der haut aber auch einen übelsten Schaden raus. Ich meine, machbar ist er bestimmt, aber nicht so einfach. Ich bin mir aber nicht so sicher. Logisch wäre es. Ja gut, dann versuchen wir es nächste Folge nochmal. Vor allem sind wir erst am Ende. Schön, dass ihr dabei wart. Morgen geht's dann hier weiter. Bye, bye.